Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Among the Sleep. Wir sind als kleines Kind hier unterwegs, im Alter von 2 Jahren, in einem, sagen wir, komischen, gruseligen Ort. Und wissen nicht genau, ich krieg das nicht auf. Geiler Scheiß. Okay, das kriegen wir auf. Kann aber nicht hochklettern, okay. Sind in einem etwas gruseligen Ort und schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Da hat sich die Tür geöffnet. Aber da ist ja nichts. Okay, vielleicht ein andermal. Hier ist wieder so eine Zeichnung. Mal sehen, was uns hier erwartet, oder? Dunkelheit. Decken. Oder Mäntel. Aufgebahrt. Sehr unordentlich hier. Okay. Ziemlich groß hier. Und dieses Gestampfe stört. Im Krabbeln sieht man mehr. Ja. Was ist genau? Ist das Teddy? Keine Ahnung. Das ist kein Blut, oder? Was man da immer sieht. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Einfach ignorieren, dass man hier mich mehr zuflüstert. Und dass man unbedingt will, dass ich hier runtergehe. Verdammt. Hört auf. Muss auch nicht unbedingt flüstern sein, wenn man ehrlich ist. Das ist eine Wippe? Ne, okay. Da haben wir reingeguckt und da haben wir aber nichts Verdächtiges gesehen. Sieht aus wie ein kleines Spielzimmer. Hat sich die Tür gerade geöffnet? Tja, schön hier. Mit einer Lichtquelle. Das muss ich ihn da reinstopfen. Mit Reitmaus-Button werfen. Ist das das Ziel? Hier was? Na. Okay, wir müssen irgendwas werfen. Es hat eine Mondform. Nein, eine Karte kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich glaube nicht, dass wir das werfen sollen. So, da müssen wir vielleicht den richtigen Gegenstand finden. Ah. Na, ob das reicht? Nehmen wir mal auf. Du hast nicht sehr viel Impact, hä? Oh ja. Okay, dann ebenso. Du hast auch nicht sehr viel Kraft. Okay, ist ein kleines Kind. Was erwartet man da? Kommt. So ein Baseball. Der ist schon mal. Hat mehr Impact auf jeden Fall bestimmt als so ein kleiner Tennisball. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Dieses störrische Glas ja runterzuwerfen. Dahin so und dann so und. Wirklich? Das war so knapp. Komm, du fliegst jetzt hier verdammt nochmal runter. Sonst werde ich sauer. Okay. Das war gruselig. Können wir das jetzt irgendwie aufnehmen hier? Den Shit. Was ist das denn?
Gib mir das her jetzt. Also das haben wir jetzt im Inventar. Oh Mann, was erwartet uns hier noch Schreckliches? Hat sich nicht gut angehört. Ob das jetzt auf uns erwartet? Ist das wieder der Baumgeist? Der irgendwas versinnbildlichen soll? Aber wir wissen ja, wir verstecken uns unter solchen Gegenständen und sind sicher. Okay. Wieder sehr dunkel hier. Ist das Mami? Mama, bist du da? Mama. Habe ich ein dickes Problem mit Monstern. Sehe da nichts. Definitiv müssen wir da weiter. Um ein Sternsymbol zu finden. Leuchtende Wände. Wieso bist du weggegangen, Baby? Teddy. Wieso erschreckst du dich? Nimm das mit. Kannst du mitnehmen, oder? Dann nicht. Können wir da raufgehen? Komm schon! Nehmen wir das jetzt gerade mit oder so? So einigermaßen, oder? Wird uns bestimmt irgendwie helfen. Zumindest haben wir jetzt diesen Schrank für uns alleine. Falls das Monster kommt. So. Können wir uns hier verstecken. Schön geräumig, oder? Kleines Kind, ruhig sein. Wir schaffen das. Können wir da runterklettern unter dem Ding? Nee, aber so geht's auch. Do you hear that? What's that sound? Ich weiß es nicht. Streiten die sich um das Kind, würde ich sagen, oder? Eindeutig gab es Eheprobleme. Hier gibt es ein... Hallo? Ah, ich merke das nicht, das ist ein Sternzeichen. Ich würde sagen, wir klettern mal schnell hier drunter erstmal. Geht nicht. Okay. Könnte der Ort sein, wo wir das Ding hier brauchen. Los. Perfekt. So. Das ging schnell. Erwartet. So. Okay. So. Wir sind ja ein gerissenes kleines Kerlchen hier. Da kommen wir ohne Probleme hoch. Das Ding. Das kennen wir doch. So, können wir da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Können wir da hoch? Auch nicht.
Müssen wir da irgendwie... Keine Ahnung, was wir da machen sollen. Komisch. Dachte, wir müssen da hoch oder so. Aber dem war nicht so. Zumindest wissen wir, was das Geräusch war. Ich glaube, hier sterben wir einfach. Kann es sein, dass wir doch da irgendwie was machen müssen? Oder hier lang? Glaube nicht. Das sterben wir doch sicherlich einfach. Wir kennen da auch nichts. Da, geh noch mal. Gehst du noch mal? Baby, hoch! Geht nicht wegen dem Ding. Okay, jetzt hoch. Okay. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Das Ding irgendwie befreien, scheinbar. Aber ich kann nicht mal die Wände zerstören hier. Es ist blockiert, ich sehe das. Hier ist auch ein großer Ball. Den wir aber nicht irgendwie nehmen können einfach. Wir haben nicht so viel Kraft, um damit so viel irgendwas zu machen. Na gut. Hier können wir auch nicht einfach weiter. Hier drüben, das Schlucht, da können wir nicht mal rüber hüpfen. Oh Gott. Den können wir auch nicht anschalten. War ja alles zu einfach. Sehr dunkel hier. Das liegt auch ein bisschen an der Nachtblindheit. Na egal. Und da konnten wir auch nichts machen, oder? Vielleicht hier oben? Das habe ich ja nicht immer ausprobiert. Weil ich nach dem Geräusch schauen wollte, stimmt. Okay, wagemutig, gehen wir dahin. Does it stop again? Ja. Können wir nur in eine Richtung bewegen, gell? Doch können wir hier wegbewegen, okay. Ich würde sagen, das lief doch ganz gut. Rätsel gelöst. Okay, das Viech lauert da irgendwo. Mal kurz ein bisschen verstecken hier. Kann ich, bin ich jetzt hier drinne? Ne, irgendwie glaube ich nicht dran. Ja. Komme ich nicht von der Seite rein? What the fuck? Okay, man kommt da gar nicht rein. Hab mich wohl getäuscht. Wir müssen echt aufpassen, dass das Viech uns nicht erwischt. Los, wir beeilen uns. Wir haben uns ja hier schon häuslich eingerichtet. Vielleicht ist das Viech ja gar nicht so groß. So. Puh, wir sind gut weit vorangekommen, würde ich sagen, hier. Ist das der Stern, den wir haben sollen? Nee. Hier ist nichts scheinbar. Sicher, dass da nichts ist. Ich kann die Kisten nicht wegschieben. Finde ich ja traurig. Den Stern können wir auch nicht nehmen. Wäre auch zu einfach, wenn das der Stern gewesen wäre. Schön, Teddy im Arm.
Hallo? Oh Mann, ist das hart. Hier geht's weiter auf jeden Fall. Boah, ja, hier geht's definitiv. Okay, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt in die Tiefe springen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sind auch Schmerzen. Hier kann man auch runterspringen, schon mal. Oder wir gehen einfach hier lang. In die Küche. Hallo. Ja, hier drin, da für mich. Zumindest ein bisschen sicher. Niemand hier scheinbar. So. Da ist die Flasche. Da ist ein Apfel. Haha, Tür ist zu. Niemand mehr hier, oder? Ja, das sehen die Eltern nicht gerne. Boah. Wenn hier alles kaputt ist. Und wieso ist ja auch alles. Was ist hier passiert? Das Monster macht ja auch alles durcheinander. Können wir das nehmen jetzt? Okay, wir haben unser Schlüssel quasi. Müssen wir nur noch zurück. Sah das vorhin auch so aus hier? Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Nee. Das sah hier definitiv nicht so aus. Los, weiter hier. Aber das sah wieder so aus. Okay. Und jetzt so lang. Wir speichern hier immer die ganze Zeit. Schön. Müssen wir hier runter? Wieso, warum ist das Tor weg? Das. Hier können wir nicht weiter. Oh Gott. Okay, Leute, wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Danke vielmals. Okay. Zitterung, yay. Hier lang vielleicht? Nee. Weiß nicht, wie lang. Ja. Können wir hier hoch klettern? Auch nicht. Zurücklaufen? Geht auch nicht. Gab's hier nicht noch einen Weg? Auch nicht! Verdammt! Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Dann gehen wir mal diesen Weg entlang. Den Weg. Von hier könnten wir die Tür öffnen.
damit hier uns nichts überrascht. Warte mal, da gab es doch noch eine Tür. Was gab es hier denn zu sehen? Ein Bild. Ich gehe auf diese Bilder. Ist das der Abschied? Soll wahrscheinlich Auto darstellen. Das Elternteil, was wegen dem dauernden Streit dann gehen musste quasi. Okay, ich glaube, das habe ich kapiert. Klar haben sie sich immer gestritten. Das kann ich jetzt auch nicht identifizieren, was es sein soll. Eine traurige Frau. Aber sie weint wahrscheinlich und der Vater dann auch irgendwie. Weil er meinte das ja nicht so und dann. Oh. Das Kind wird angeschrien. Und ist ein Abschied oder eine Einsperrung? Ich weiß es nicht. Ist das ein Fenster vielleicht? Ja. Wird das Kind eingesperrt? Ups. Hallo. Niemand da, oder? Okay. Weiter geht's. Hier ist man sicher. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ah, verdammt. Dann müssen wir den anderen Weg gehen. Maybe. Ja, was ist das? Wo müssen wir hin? So viele Wege. Waren wir hier wegen dem, weil das so offen ist? Oh oh. Okay, ich glaube, das Viech ist hier irgendwo. Wow. Ah ja, klar. Wir sollten weiter. Deswegen steht ja auch alles rum, oder was? Los, geh auf, damit wir hier hoch können. Verdammte Mist. Okay, weiter hoch. Mann, was für einen beschwerlichen Weg wir zurücknehmen hier. Geht doch mal gar nicht in dieser finsteren Zeit. Okay, das hat ja gar nichts gebracht hier. Hochzukommen. Hey, dann gehen wir eben wieder runter. Hey, wir klettern eben sehr gerne. Okay. Weiß nicht, ob das Viech jetzt wieder da ist, aber. Ja, ein Bild. Kann es aber noch nicht ganz klar deuten. Trauer? Maybe. Oder Schlimmeres? Naja. Okay. Los, schnell aufmachen. Hab immer das Gefühl, man ist hier etwas sicherer auf jeden Fall. Obwohl das hier. Zeugt jetzt nicht. War doch klar, dass da irgendwas passieren muss.
Mit dem fucking Stuhl und ihr erschreckt mich trotzdem. Jumpscare! Ein Stuhl! Der schlimmste Jumpscare aller Zeiten. Ja. Und warum bist du da plötzlich? Roll weg! Da wieder. Schattenhaftes Gemälde. Oh oh. Geh da rein. Okay. Was so schöne, was eine liebreizende Stimme es doch hat. Oh mein. Hier kann man auch stehen. Mann. Scheinbar ist es egal, ob wir was zu trümmern. Ist das hier auch ein Ort zum Öffnen? Ja, so ein kleiner. Hä? Kann man da rein? Sehr geil. So ein Vorratsschrank oder was? Sind das hier Eier? Ne, Musik. Ja? Zum Spielen. Bringt sehr viel. So extra für das Kind. Kriegen die Eltern noch niemals hier raus, das Kind hier. Das kann man theoretisch nicht öffnen. Okay. Was erwartet uns hier? Oh. Ein seltsamer Ort. Mann, so viele Wege. Was soll ich wissen? Welcher der richtige ist. Hier vielleicht. Okay, es reagiert auf Geräusche, oder? Was ist das? Nee, jetzt war es nicht mehr da. Okay. Es ist schattenhaft. Und dann verschwindet es wieder. Deswegen diese ganzen Flaschen auch. Für den Schrecken des Jahrhunderts. Okay. Das kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, das Viech. Deswegen werden wir das jetzt zertrümmern. Das ist ja irgendwie. Eigentlich wie so ein Gemecker, oder? Könnte es symbolisieren, so Gemecker, wenn man was unordentlich gemacht hat. Na komm. Okay. Ja. Hätte auch einen anderen Weg gehen können, glaube ich. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, so. Seht ihr? Hier ist alles safe. Hier ist alles okay noch. So. Nur nichts da drum an. Ich glaube, wir müssen hier runter.
Okay. Das ist auf jeden Fall Sternchen. Gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie unbeschadet runterzukommen? Hier, perfekt. Ja, das ist eine schöne Brücke. Das jetzt gut ist. Muss mich auf das Schlimmste einstellen. Okay, nichts passiert. Oh, eine Erinnerung. Oh, toll. Hebst du aber schön dahin, damit ich da nicht hinkomme. Ärgerlich für das Kind. Aber gut, zum Glück kann das Kind gut krabbeln. Oder? Haha. Dann erleben wir hier. Jetzt können wir zu unserem tollen Elefanten hin. Das ist den, den wir mal gesucht haben am Anfang. We've got the final memory. Let's hurry. Ja. Okay. Ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Die letzte Erinnerung. Was ist das? Okay. Ist hier noch irgendwas? Kommt Teddy? Ein Bild. Und es symbolisiert immer noch die Mutter vielleicht, die weint, ich weiß es nicht. Und dann das kleine Kind, also wir. Ich kann das nicht richtig deuten. Okay, wollen wir das mal öffnen? Seltsam, da können wir auch nicht rein. Dann bleibt es nur dieses hier übrig, wo wir die Mutter hören. So klar und deutlich. Ein langer Raum. Hier geht's nicht weiter. Oh. Was ist das? Ups. Nichts ist hier. Niemand. What the fuck? Können wir nicht hier einfach rüber? Alles zugemauert. Komm da rein. Ich habe echt große Angst hier. Okay. Aber hier durchs Rohr. Was war das? Was? Was passiert hier? Teddy! Nein! Nimm mir nicht Teddy! Warum? Was ist das Viech hat uns. Verdammt! Hi.
Teddys Überreste. Hä? Okay, machen wir das Spielchen weiter. Wird eine längere Folge. Hallo? Wo sind wir hier? Not now. Was? Mama? Wieso nicht jetzt? Da bist du doch. Oh, renn nicht weg, Mama. Wir wollen dich, Mama. Teddys Überreste, kann das sein? I said not now. Was? Mama. Ist sie das Monster? Das kann doch nicht wahr sein. Sollte sie diese Kreatur darstellen? Aber wieso? War sie nicht so nett, wie sie erschien? Hi. Sweetie, be quiet now. Mommy had a very rough day. Okay. Please go somewhere else. I'll just. Bist du doch nicht so die gute Mutter, hä? If you can't be nice and do what mommy says, I'm going to be very angry. Ja? None of us want that. Okay, diese Mutter hat ein Problem. Was? Zeit? Gibt's kein anderes Licht? Nee. Okay, wir können auch rennen. Ist das unser Zuhause? Das ist der letzte Ort, okay. Oh Mann, wir haben die letzte Erinnerung. Oh Gott. Aber das, was wir hatten, waren alles positive Erinnerungen. Und jetzt haben wir die Kehrseite unserer Mutter kennengelernt. Kann das sein? Okay. Los. Oh, wieso ist das so schwierig? Verdammt. Kann sich das mal öffnen hier? Ja, kriegen wir das nicht auf? Das da. Das ist unser Kuscheltier. Hallo? Machen wir mal auf hier? Geht nicht. Da sind die Erinnerungen alle. Hä? Ich kann da einfach durch, aber. Ne. Hey, mach doch irgendwas. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben sie alle gesammelt, ja. Sollen wir vielleicht einfach rausgehen? Nee, wir machen. Nee, wir müssen da irgendwas machen. Ich hab dem Teddy nie zugeguckt. Wieso geht das hier nicht auf? Hi. Hi, hi. Vielleicht sollten wir den. Nee, da ist das Rohr. Da ist nichts, okay. Die andere Seite der Mutter, hä? Normalerweise hat man doch hier dann die Mutter gehört und alles, aber jetzt nicht mehr. Mami? Na gut, vielleicht weil wir nicht zu ihr wollen.
Können wir hier irgendwo lang? Glaube nicht. Okay, ein Geheimnis, welches mir sich gerade nicht erschließt, läuft hier im Gange. Ich drück doch die ganze Zeit schon drauf. Hier nicht zumachen. Vielleicht müssen wir die Tür schließen. Okay, das ist so ein Bild. Auch noch ein Bild, ja. Hallo, geh mal hier auf Tür. Kann nichts an der Tür machen. Das ist auch abgeschlossen hier jetzt. Da ist noch was. Hey, ich will dich raus haben hier. Komm, danke. Überall Buchstaben. Dinger. Vielleicht sollten wir die einräumen, damit Mami nicht böse wird. Komm. Mami, ich lieb dich. Warum machst du sowas? Ich habe aber aufgeräumt. Oh nein, nicht alles, wie es aussieht. Warte, wir räumen auch den Rest weg. Damit du nicht mehr sauer bist auf uns. Denn du willst ja bestimmt, dass wir alles schön aufgeräumt haben. Hm. Nicht wahr, Mami? Mami. Okay. Noch irgendwo Spielzeug. Ich glaube, wir haben alles befreit. Soll das eine Mikrowelle darstellen? Da ist aber nichts drin. Okay, wir haben aufgeräumt. Und nun. Zack. Müssen wir vielleicht einfach Augen schließen kurz? Auch nicht. Es ist das Ende des Spiels, ohne ein wirkliches Ende zu haben. Bin verwirrt. Ups, ich hab vielleicht entdeckt, was wir machen können. Schau mal her. Diesen Arm hatten wir im Inventar. Was? Geht das jetzt auf? Hallo? Wie eine Schleuse. Kann ich da jetzt lang? Sehe nichts. Sind wir am Ende unserer Reise angelangt? Jetzt, wo wir kein Teddy haben. Ja. Alles in Ordnung, hä? Bist du vielleicht hier Teddy? Teddy? Nein. Kein Teddy. Das ist der Schlüssel, den wir hatten. Am Ende. Teddy ist nicht hier. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen alleine ohne Teddy. Hallo, Teddy. Da ist noch ein Schlüssel. Schau. Wird hier gerade umgezogen. Hi, Teddy. Mama? Alles geschlossen hier. Mami, Papa, irgendjemand, Teddy. Die kann man nicht mal öffnen. Okay, wir sollen eindeutig runter. Die Treppen. Okay. So ist es einfach. Hallo? Mama? Papa? Der Ventilator, hä?
Jemand da? Hallo? Sie heult. Mama? Das ist Teddy. Und sie hat ein Alkoholproblem. Stay away from me! Mama! Tu mir das nicht an! Warum? Alkoholproblem. Papa? Hi, yes. Little one. Come here. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix him up. Er hat seinen verloren. Hä? Hat die Mutter ihn abgerissen? Kann das sein? Aus Wut? Weil das Monster war die ganze Zeit die Mutter. Und sie hatte ein Alkoholproblem. Oh Mann, okay, das scheint das Ende zu sein vom Spiel. War relativ interessant, das Spiel auf jeden Fall. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht. War interessant, oder? Ich fand es auf jeden Fall nicht schlecht. Es hätte ein bisschen gruseliger sein können. Das war, wenn es schon Horrortitel ist, muss er entweder schon gruselig sein oder mit Scare Jumps, was heißen die so? Ihr wisst schon, der Horror, der ins Gesicht springt und einer schreckt. Scare Jumps, Jumpscares, Jumpscares. Dennoch, ich fand's okay. Hätte ein bisschen länger sein können, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht die Geschichte auch anders erzählen, damit man das leichter kapiert. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns beim neuen Projekt irgendwann mal wieder. Ansonsten, schaut euch mein Zeugs auf dem Kanal an. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich lasse das jetzt auch hier ein bisschen ablaufen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Yay. Okay. Da bin ich wieder. Ja, aber jetzt bin ich wirklich weg. So.
Oh ja.